Zum 35. Mal pilgerten die Wiesenwirte zur Wallfahrtskirche Maria Eich. Dies wurde vom damaligen Bräurosl-Festwirt Willi Heide 1981 ins Leben gerufen. Seit dem Oktoberfestattentat bitten die Wirte nämlich um Beistand von oben und um eine friedliche Wiesen. Und dieses Jahr ist es wohl auch besonders nötig. Sicherheitszaun, Rucksackverbot, Angst vor Anschlägen. Die Festwirte wollen beruhigen. Die Lage ist nicht anders, wie sie früher war. Es gibt keine Situation, wo man auf Gefährdung Obacht geben muss. Sondern wir machen alles, dass die Sicherheit gewährleistet wird. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute Lebensfreude wieder aufsagen und nicht nur von Angst geprägt sind. Weil die Sicherheitslage, glaube ich, ist alles getan worden, was man für so ein Fest ausrichten kann. Ich glaube, dass die richtige Entscheidung war, dass man die Rucksäcke kontrolliert und auch die großen vielleicht abnimmt. Zur Wiesenwallfahrt gehört traditionell auch die Wiesenkerze, gewidmet der Heiligen Maria und entzündet von der Familie Heide. Nun seit 35 Jahren und so lange ist auch nichts mehr passiert. Sie beten für eine friedliche Wiesen und für ein friedliches Miteinander. Denn darum geht es schließlich bei jedem Fest. Ja.